Hochklassige Akrobatik gepaart mit Weltklasse-Küche von Toni Mörwald. Das gibt es jetzt in Wien und zwar nur im Wiener Prater, nämlich im Palazzo. Und das will sich wirklich keiner entgehen lassen. Jeder schwärmt davon, keiner will es verpassen und wir sind mit dabei. Heute gibt es ja eine fulminante Bühnenshow und auch leckeres Essen. Weswegen bist denn du da? Ja, die Kombination ist es. Essen ist so und so klar. Die Show ist jedes Jahr faszinierend. Und ich habe hier auch einmal als Kellner gearbeitet, aber nur einen Abend, das wollen wir zu anstrengen. Das ist großartig. Die Kellner leisten auch im Grenzbereich Enormes. Die müssen so schnell servieren, da geht ja alles rum, bum, 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 bum. Aber es ist eine Art von Show, die passt gar nicht zu Österreich. Das ist international, Amerika, Las Vegas. Ich freue mich schon drauf, ich liebe es. Man darf ja auch ein bisschen träumen. Was würdest du als Artist besonders gern können? Ja gut, nachdem ich überhaupt nichts kann, ist es bei mir leicht. Was können die? Ich habe gern die Nummern, also wo ein bisschen ein Risiko dabei ist. Aber nicht für mich, sondern beim Zuschauen. Also Trapez-Akrobaten ist eine tolle Geschichte. Zauberer ist nicht meins ganz. Aber Trapez, das könnte ich mir vorstellen. Edi Finger. Ein bisschen kleiner, ein paar Tecker weniger, ein paar Tausend. Das wäre eine tolle Geschichte. Heute gibt es ja ein großartiges Menü, aber Hand auf Herz, wenn du allein zu Hause bist und dann Hunger hast, was isst denn dann am liebsten? Nachdem ich nicht koche und ein Junggeselle bin oder Altgeselle, ja, bin ich ganz schwach beim Essen. Also ich esse ganz normal die einfachen Sachen. Ein Lachs mit einem Toast oder so irgendwas. Also ganz einfach. Ein normales Essen, aber ich tue nicht kochen und Spaghetti und das. Hier Freunde, die können großartig kochen. Nein, eigentlich bin ich eher einer, der das isst, was man sich beim Würstelstand kauft. Ich gebe es ehrlich zu. Danke, einen schönen Abend noch. Ja, auch wunderschönen Abend. Gleich am Anfang und der Vorverkauf läuft ja schon super. Im November gibt es ja fast keine Karten mehr. Woran liegt das? Naja, das liegt darin erstens einmal, dass wir sozusagen heute erst die Premiere haben. Ja, das heißt, wir müssen im letzten Jahr sehr gut gearbeitet haben, weil sonst wird unser treues Publikum hier in Wien nicht schon über 10.000 Karten verkauft haben. Was ist das Besondere am diesjährigen Menü? 4 Gänge gibt es ja. Ja, das Motto Ladies First. Ja, wir haben das Menü zuerst kreiert und dann die Show herumgebaut. Und wir starten heute mit einer unglaublich tollen Biogarnele. Die Biogarnele wird leicht gebraten. Etwas Olivenöl, auf Sellerie, auf Ananas und das Ganze auf einem leichten Erdäpfelpüree. Dann gibt es eine Soupe la Carotte, die ist eine erotische Suppe mit Honig, mit Ingwer, mit Chili, mit Muskat, also wirklich erotisierend. Und als Hauptspeise gibt es dann ein schönes Pfeffersteak mit Ricotta-Ravioli, mit grünen Spargel, mit Bohnengemüse und als Dessert gibt es dann einen schönen Schokoladenstollen mit Tonkabohnen, mit frischen Himbeeren. Na, Sie sind natürlich für das Kulinarische zuständig, aber ab und zu auch schon mal drüber nachgedacht, sonst auf der Bühne zu stehen? Naja, wir stehen ja quasi auch in der Küche bei uns tagtäglich auf der Bühne, im wahrsten Sinn des Wortes. Und auch in unserer Kochschule, wo wir doch tagtäglich unsere vielen Kochschüler immer wieder auf der Bühne sozusagen auch begrüßen. Und ich glaube, dieses Spiel der Bühne ist ja auch für jeden, der heute auch in einem Büro arbeitet, ist ja eigentlich auch auf der Bühne, weil er wird von seinen Leuten, von seinen Kunden, von seinen Chefs beobachtet. Hat natürlich auch immer die Sache, dass man sich vorbereiten muss, dass man sich auch an dem etwas einfallen lassen muss, dass man sich auch dementsprechend kleiden muss, dass man auch dementsprechend zu dem Zeitpunkt da ist, wo man auch den Auftritt hat. Das ist auch immer sehr wichtig. Und wenn man dann noch das Glück hat, so wie wir hier, 400 Gäste als Publikum zu haben, dann ist man natürlich schon auf einer großen Bühne und muss man natürlich auch schauen, dass man hier diese Erwartungen auch dementsprechend einlöst. Palazzo! Palazzo! Was gibt es im Palazzo zu sagen? Jedes Jahr eine super tolle Show, begleitet von einem super tollen Dinner. Also kulinarisch sensationell. Der Toni Mörwald steht ja wirklich mit seinem Namen dafür ein. Er kocht zwar jetzt nicht wirklich jede Speise selbst, aber das Essen ist einfach sensationell. Ich freue mich jedes Jahr schon wieder auf die nächste Show. Und jede Show ist so unfassbar komplett anders. Und ich frage mich immer, das gibt's ja nicht. Wie kann man wieder so viele neue Künstler rekrutieren und auf die Beine stellen und daherbringen? Also ich finde das wirklich sensationell. Ich bewundere aber auch die Künstler hier, muss ich auch sagen, weil die sind ja wirklich permanent
wie ein Wanderzirkus unterwegs. Von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, es ist wirklich unglaublich. Also ein richtiges Zigeunerleben. Bewundere ich, also ich könnte es nicht, da bin ich viel zu heimatverbunden. Jetzt schauen Sie so toll aus. Heute gibt es Essen, heute gibt es Akrobatik. Wie bleiben Sie so schlank? Na, ich habe ein dehnbares Kleid, weißt du? Dann habe ich mir gedacht, ich nehm keine Schnürsenkel, weil die müsste ich dann aufmachen, damit mehr hineingeht. Nehme ich lieber Stiefeln, die dehnen sich auch. Nein, aber das Palazzo ist ja auch etwas, wo man auch leicht verrückt gehen kann oder verrucht gehen kann. Also Palazzo ist einfach eine ganz andere Klasse wieder. Es ist deshalb immer ein Erlebnis, weil hier ist Kulinarik und Unterhaltung, gehobene Unterhaltung mit Artisten und so weiter, ist geboten. Und das gefällt mir, weil es hat eine gewisse Eleganz und man trifft schon Leute, die man gern sieht. Natürlich auch welche, die man nicht so gern sieht, sagt man Guten Tag. Aber ich habe jetzt noch keinen gesehen, den ich eigentlich nicht mag. Ich mag eigentlich alle Leute, wenn sie nett sind zu mir, bin ich auch nett zu ihnen. Aber beim Mörwald ist erstens das Essen sehr gut. Und das hat ein gewisses Niveau und das gefällt mir. Und die artistischen Darbietungen waren bis jetzt immer First Class. Ich beneide die immer, wenn die sich so über einen Strieg aufhangeln. Und vor zwei oder drei Jahren waren zwei Männer, Naked Men, glaube ich, haben die geheißen, die mit zwei Bratpfannen, jeder nur zwei Bratpfannen. Ich habe mir gedacht, also wenn ich jetzt tue, so große Bratpfannen gibt es ja gar nicht, dass ich irgendwelche Sachen verdecken kann. Es war köstlich. Man hat immer geglaubt, aha, jetzt drehen sie sich um und die Frauen denken, ja, ist das jetzt irgendwas? Nichts. Im letzten Moment haben die zwei noch die Bratpfannen an eine prekäre Stelle gelegt. Und dann war das wunderbar. Werden wir dich in Zukunft auch in der Volksoper sehen, nur mit zwei Bratpfannen? Mit zwei Bratpfannen nicht, mit weniger. Herr Konsel, ein sportlicher Mann wie Sie, wie beeindruckend ist dann so eine Show für Sie? Immer wieder sensationell und ja, endlich wieder Palazzo-Zeit. Ich freue mich schon riesig. Die Karten waren ja schon jetzt für November sofort ausverkauft. Wie froh sind Sie, dass Sie heute bei so einem Zollmenü mit dabei sind? Ich bin immer froh. Also wir sind ja immer da, eigentlich seitdem es Palazzo in Wien gibt, sind wir dabei. Und ja, ich freue mich immer schon riesig drauf. Und ja, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Was ist denn ganz privat so Ihr Lieblingsessen? Ganz privat? Ui, da gibt es einiges. Aber ganz oben steht Paprikahändl. Paprikahändl von der Mama. Das Essen oder die Akrobatik? Was ist es, was Sie heute hierher führt? Natürlich die Akrobatik auf jeden Fall. Nein, und das Essen ist ja eh klar. Die Kombination ist ja das Tolle. Und ja, und auch vor allem deswegen, dass man da immer wieder viele Leute trifft, die man sonst nicht trifft. Das ist das Nette. Und ich habe nur leider jetzt ein bisschen einen Stress gehabt, bin knapp gekommen, bin gar nicht zum Trotschen gekommen. Weil nachher ist es nicht mehr eher so, dass alle so in alle Winde sich zerstäuben. Nein, das ist einfach ja, ein lässiger Event, wo ich immer sehr gern herkomme. Teilweise, wenn man die Akrobatik sich anschaut, ist ja fast am Superheldentum dran. Welche Superhelden-Attraktion könnten Sie, wenn Sie sich erträumen dürften? Ja, also irgendwie angstfrei auf ein Seil über den Grand Canyon gehen, ja, und das können, ohne dass ich runterfalle. Oder ja, fliegen wäre auch super, wenn ich wirklich in echt könnte. Aber das ist, ich glaube, das kann ja keiner. Wir werden es heute sehen. Und kurz eine Frage, Sonntagnachmittag allein zu Hause auf der Couch, ein bisschen Hunger. Was machen Sie sich dann? Wenn ich einen Hunger habe, Sonntagnachmittag auf der Couch? Boah, ja, das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich wirklich einen großen Hunger habe, dann machen wir geschwind Spaghetti oder einfach nur Brot mit Schnittlauch, Butterbrot mit Schnittlauch und Paradeiser oder so irgendwas Einfaches. Heute sind ein paar Veganer da. Sie essen schon Fleisch? Ich esse Fleisch, ja. Ich sollte zwar ab und zu vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen. Ich bin schon einer, der sehr gern Fleisch isst. Da gibt es halt einfach so viele so gebraten, gegrillt, geschmort, ein blutiges Steak, also ein Medium Rare. Es gibt so viele Variationen mit Fleisch und ohne Fleisch wär's mir zu langweilig. Und da würde ich nicht durchkommen. Ab und zu gerne, ja. Aber vegan ist dann auch wieder zu extrem kaputter und keine Eier verwenden können. Vegetarisch habe ich überhaupt kein Problem.